Tag auch zu diesem kleinen Reaction-Video, dieses Mal auf 99:1 tatsächlich. Denn es gab eine ausführliche Kritik von Nadim auf unsere letzte Folge zu Volk und Demografie. Erstmal vorweg gesagt, ist es eine wirklich sehr schöne Angelegenheit und wir freuen uns darüber, weil ich finde, davon braucht es noch viel mehr, dass auch so unter Podcasts auch mal ein bisschen kritisiert wird, auch mal ein bisschen diskutiert wird und dadurch natürlich auch Themen und Analyse vertieft werden kann. Und das fehlt, finde ich, auch bisher so ein bisschen. Ist ja auch das erste Mal jetzt eine freudige Reaction im Endeffekt, die wir so machen können. Wir haben natürlich auch ein paar Sachen gehabt, wo wir uns dann am Ende gewundert haben, dass es doch so gut war. Aber heute geht man doch wirklich mit einem guten Gefühl rein. Und deswegen würde ich sagen, lassen wir euch gar nicht lange zappeln und gehen direkt ins Video rein. Es kann sein, dass wir teilweise das ein bisschen schneiden, nicht alles komplett zeigen von der Kritik von 99:1, weil die auch eine halbe Stunde geht. Vielleicht auch ganz, müssen wir mal schauen, aber wenn wir was rausschneiden, dann guckt euch das ganze Video an, wenn ihr alles sehen wollt. Aber vielleicht lassen wir wirklich nur die Szenen drin, wo wir auch dann was dann dazu sagen. Ja, und wie ihr schon seht, das findet ihr dann im Doppelpack vom März. Volk? Mach mal Volk, jetzt wird Zerstörung des Volkes. Volk mich nicht. Volk nicht. Voll. Das ist ein Zündfunke und dazu brauchen wir das Zündfunke-Video. Das ist hier. So. Volk. Dieses tolle Volk. Dieser geile Begriff. Meine Idee war also, jetzt ein bisschen darüber zu reden, was ist eigentlich Volk? Und dann habe ich irgendwie, was war letzte Woche, habe ich über Tage Instagram habe ich mir angeguckt und da gab es eine Story, die feuerte so ein bisschen die Proteste und die Aufstände in Frankreich an. Und da stand sowas drin, ich weiß nicht mehr genau, sowas wie möge der Volksaufstand siegen oder irgendwas in der Richtung. Ja? Ich kann den Wortlaut nicht mehr reproduzieren. Und dann habe ich als Scherz, also ich habe es gar nicht ernst gemeint, habe ich als Scherz den Übertage-Jungs im Signal geschrieben, da warst du auch drin im Chat, hab denen gesagt, wenn Anarchisten affirmativ von Volk sprechen, also positiv von Volk sprechen, werde ich immer traurig. Mit einem weinenden GIF. Und die dann, was, warum? Ah, übrigens, wir machen jetzt eine Folge am Sonntag. Und ich so, oh krass, ihr macht auch eine Folge, alles klar, vielleicht muss ich dann keine mehr machen. Dann höre ich mir die Folge halt am Sonntag an. Und das ist natürlich Übertage-Jungs klasse, eine cool produzierte Folge gewesen. Aber ich habe da auch noch ein bisschen was zu sagen und ich bin auch mit deren Volksbegriff nicht einverstanden. Und deswegen mache ich das jetzt wie folgt. Ich mache es ein bisschen anders, als ich geplant habe. Nochmal. Gutes Wortspiel auf jeden Fall. Ja, generell auf jeden Fall eine sehr süße Anmoderation. Hoffen. Das lässt einiges hoffen. Ich muss das jetzt nämlich nicht mehr so abstrakt machen. Ich kann es ein bisschen konkreter machen an dem Beispiel von Marianne und Joshua, die das ja in ihrer Folge am Sonntag schon präsentiert hatten. Ich werde also ein bisschen das Argument von Marianne und Joshua aufgreifen, versuchen zu reproduzieren. Ich mache jetzt kein React-Video draus. Ja. Ich werde jetzt nicht den Kram zeigen oder abspielen, was die da geredet haben. Das solltet ihr euch sowieso angucken. Das ist eine gute Folge. Die handelt sich auch nicht nur um das Volk, dreht sich auch nicht nur um das Volk, sondern die sprechen auch über Demografie. Das ist eine längere Folge. Der Volksteil, also wo sie versuchen, eine Bestimmung zu machen über den Begriff Volk und dann auch ihre eigene Position zu dem Begriff versuchen zu verargumentieren. Das dauert so 20 Minuten. So, und auf den beziehe ich mich jetzt. Und den versuche ich jetzt erstmal kurz zusammenzufassen, damit ihr wisst, worauf ich mich beziehe. Daraufhin erzähle ich euch, was ich glaube, was das Volk ist, dem gegenüber. Und dann versuche ich ein paar Argumente zu bringen, warum die Argumente, die Übertage-Jungs da bringen, nochmal überdacht werden sollten. Zumindest, warum ich das glaube. Und ja, gehen wir mal so durch. Was ist das Argument von den Übertage-Jungs? Marianne und Joshua sagen am Anfang ihrer Folge, dass als allererstes erstmal wichtig ist, sich überhaupt als Linke sich damit auseinanderzusetzen, weil dieser Begriff ist natürlich weit genutzt in der Gesellschaft. Viele Leute benutzen den und deswegen macht es Sinn, sich mal zu fragen, was das eigentlich ist. Sie fangen dann also an mit einer allgemeinen Begriffsbestimmung
und sagen sowas wie, ja, der Volksbegriff wird überall benutzt und meint die Menschen, die in diesem Land oder in einem Land wohnen. Das ist so die allgemeine Bestimmung, die die treffen. Dann gibt es eine besondere Bestimmung, also eine, die dann ein bisschen spezifischer ist. Die sagen dann auch, ja, Volk kann natürlich für unterschiedliche Leute unterschiedliche Dinge bedeuten. Das ist ein vielschichtiger Begriff, wie sie sagen. Und eine Bestimmung, die auch der Joshua macht, ist, dass es einen klassenorientierten Volksbegriff in der Linken gäbe, der eben eigentlich die Arbeiterklasse meint. Ich glaube, das war ich. Kann schon sein. Aber ist ja auch irrelevant. Ja, Joshua sagt also, dass der Volksbegriff für ihn die Beschreibung von allen Teilen der Arbeiterklasse ist. Für ihn selber bedeutet Volk das, alle Teile der Arbeiterklasse. Dann sagt er, und das zitiere ich jetzt mal, also es ist halt ein guter Begriff, um aus der linken Perspektive zu beschreiben, dass man nicht nur von einem bestimmten Teil der Klasse spricht, sondern von der Gesamtheit und auch über die Arbeiterklasse teilweise hinausgehend. Also dass man auch natürlich Teile des Bürgertums mit einbezieht. Und alle, die halt ein Interesse an der Beendigung der kapitalistischen Knechtschaft haben. Dann machen sie weiter und sagen, das sei auch ein Begriff, der quasi in einem so bauchlinks geprägten Sinne überall in der Bevölkerung vorhanden sei. Das wäre nicht immer nur so eine Rückbesinnung auf das Dritte Reich. Also das ist nicht einfach nur ein Begriff, der immer nur von Faschos benutzt und gedacht wird, so wie so Antifa und Antideutsche das oft einfach abwatschen. Als ja, jeder, der sich irgendwie aufs Volk bezieht, ist sofort irgendwie Fasch oder Nazi. Laut den Übertagejungs wäre es sehr gängig, dass die Leute denken, das Volk steht gegen die Kapitalisten oder gegen die Bosse oder gegen die Herrschenden. Der Begriff sei also nicht nur sehr verständlich, sondern weit verbreitet und deswegen auch anschlussfähig. Speziell in dieser Definition, die Sie da vortragen, nämlich die der Arbeiterklasse. Man müsse das natürlich immer klären mit den Menschen, also man muss schon gucken, was meinen die eigentlich mit Volk, das kann man nicht einfach voraussetzen, aber letztendlich wäre da etwas verankert in den Menschen, nämlich ein zumindest aufkeimendes Klassenbewusstsein, weil die ja eben sagen, ja, offensichtlich gehören zum Beispiel die Reichen nicht dazu. Offensichtlich stellen wir uns gegen die Reichen, die uns den Reichtum wegnehmen. Das ist so deren Volksbegriff. Ja, dann bringen Sie noch ein paar Beispiele für andere widersprüchliche Begriffe, die wir ja trotzdem auch benutzen, wie zum Beispiel der Arbeiterbegriff oder der Begriff der Identität. Und gebringende Argumente, warum Sie das benutzen. Und das sei ja dann bei dem Volk auch okay, dass es oder mehr oder weniger in Ordnung, dass es da Widersprüche gibt und dann auch um die Bedeutung sich ein bisschen streitet und darum kämpft. Historisch sei das Volk auch eine zentrale Begrifflichkeit der Linken gewesen. Zum Beispiel dieses Lied, die Internationale, ne? Da gibt es einen Text, Völker hört die Signale. Das wird als Beispiel gebracht. Zitat, Joshua, glaube ich, oder nein, ich weiß nicht mehr genau. Wenn du es als Klassenkategorie definierst, dann ist es auch nicht etwas Ausschließendes, sondern es meint halt auch, dass alle Völker zusammen im internationalen Klassenkampf gegen die Kapitalisten bestehen müssen. Und dann sagen sie weiter, so kann man das halt auch definieren. Ist halt eine Frage eines Kampfes um die Begrifflichkeit. Den Begriff Volk sollte man sich zurückholen von den Rechten, denn diese Rechten, die Reaktionären, die benutzen diesen Begriff, schmücken sich damit und da sollten wir gegenhalten und denen nicht das Feld überlassen. Wir brauchen also, wieder ein Zitat, wir brauchen eine gewisse Art des Populismus, wir können nicht immer in Kategorien sprechen, die Leute auf der Straße nicht verstehen. Was wichtig ist, ist, dass wir immer davon ausgehend weitergehen und ich glaube, dass das Volk auch ein Begriff sein kann, den wir uns zurückholen können. Und wenn wir ihn uns zurückholen können, dann hat er auch sehr viel neues Potenzial, Potenzial, Leute zu gewinnen, die gegenwärtig an reaktionäre Kräfte verloren gehen. Und dann sagen sie am Ende auch nochmal, und ich finde auch sehr richtig, dass diese antideutsche Linie, sich quasi zum Feind des Volkes zu stilisieren und jeden, der irgendwie diesen Begriff Volk benutzt, sofort als Fasch abzustempeln und so, dass es Unsinn sei, Bullshit sei, kontraproduktiv und das wird abgelehnt. Ja. So. Das ist so ein bisschen die Übertageposition. Was ich jetzt machen will, ist so meine Position. Dazu kann man vielleicht einfach sagen, dass er das eigentlich weitestgehend richtig wiedergegeben hat. Ne? Also, dass einfach ich jetzt nicht sagen würde, dass wir da falsch wiedergegeben wurden. Also, insofern ist es schon mal richtig.
Ja, was mir ein bisschen fehlt dabei, ist natürlich der ganze Part, den wir dem eigentlich vorgestellt hatten, wo wir unsere tatsächliche Definition vom Volk geben. Hm. Also wir haben ja, glaube ich, jetzt in der Folge selber nochmal so 10 Minuten davor, 5 bis 10 Minuten davor, eigentlich so ein, ja, die Funktionalität von dem Volk, wenn man jetzt das wirklich analytisch sieht, die Funktionalität von dem Volk für den Staat charakterisiert, dass eben die beherrschte Bevölkerung von ihm, die er sich dann eben für seine Herrschaftsansprüche, für seine Interessen zu eigen macht, als Arbeitskraft, als Militärmacht, als Konsumenten. Und da hätte vielleicht Nadim vorher einmal kurz nochmal drauf eingehen können, aber wenn es jetzt wirklich um diese Diskussion um den Volksbegriff gibt, dann habe ich da auch nichts dran auszusetzen. Außer vielleicht, dass das Problem wie immer beherrscht, was ja ganz häufig passiert, wenn Leute uns schreiben, dass sie unsere beiden Namen durcheinander bringen. Ja. Gibt es ja auch einen Dortmunder Nazi, der da immer große Probleme mit hatte. Aber ihr seht, wenn wir alles drin lassen sollten, dann seht ihr auch, es gibt längere Passagen, wo wir einfach nur zuhören, weil wir natürlich auch, weil das bei so einer ausführlichen Kritik ja auch gar nicht anders möglich ist. Was bringt es da, die ganze Zeit zu unterbrechen? Sonst kann man ja gar nicht verstehen, was Nadim auch letztendlich rüberbringen möchte. Position beziehungsweise mein Versuch, irgendwie diesen Begriff mal zu klären. Ich finde nämlich, die Jungs sagen da schon einiges Richtiges, zumindest was die allgemeine Bestimmung des Volksbegriffs angeht. Aber die zentrale Härte in dem Begriff, finde ich, verpassen sie. Wie das Volk sich selbst ideologisch sieht, das mag unterschiedlich und widersprüchlich sein, da hat jeder vielleicht eine andere Idee und so, das kann alles sein. Trotzdem gibt es schon sowas wie den Begriff des Volkes. Also etwas, was diese Leute alle irgendwie gemein haben, was diesen unterschiedlichen Ideen gemein ist. Und das muss man dann halt versuchen, mal aufzudröseln. Warum wird das eigentlich alles, was diese ganzen Begriffe, die diese Leute haben, warum nennen wir die eigentlich alle Volk? Was ist da das Gemeine? Ja. Nun kann man erstmal sagen, auch aus Staatssicht heraus, ist es so, das Volk ist die gesamte Verfügungsmasse eines Staates. Das sagen die auch. Das sagen Joshua und Maria noch in dem Podcast. Aber es ist noch was anderes. Das ist eine Abstraktion. Und das ist extrem wichtig, mal zu verstehen, was das eigentlich ist. Das ist auch wieder ein Fremdwort. Deswegen versuche ich das mal ein bisschen zu erklären. Manche mögen das vielleicht nicht verstehen. Was bedeutet eigentlich Abstraktion? Das bedeutet, dass man sich zum Beispiel mehrere Objekte anschaut, die ja Unterschiede haben und jetzt einfach mal von diesen Unterschieden versucht, weg abzusehen, sich die nicht anzugucken und einen neuen Begriff zu erzeugen, der dann quasi das Gemeinsame in ihnen ausdrücken will. Nimm mal ein Beispiel. Wir haben einen Stuhl hier und wir haben einen Tisch hier. Ja, okay. Stellt euch einen Standardstuhl, 4 Beine und Standardtisch, 4 Beine vor. Okay, da gibt es offensichtlich einen Unterschied. Das sind 2 unterschiedliche Sachen. Der Unterschied ist zum Beispiel, dass man auf dem einen sitzen soll und an dem anderen sitzen soll. Nicht auf dem anderen sitzen soll. Ja? Also am Tisch sitzt man, aber nicht drauf auf dem Tisch. Und auf dem Stuhl sitzt man drauf, aber nicht dran. Okay? Aber diese Eigenschaften kann man abstrahieren. Also ich könnte jetzt auch einen Begriff bauen, der diese Unterschiede völlig missachtet. Und das macht auch Sinn, zu abstrahieren, weil dann kann ich über was anderes reden, nämlich über das, was den beiden gleich ist, was den beiden eigen ist. Und das könnte ich zum Beispiel nennen Möbelstück. Jetzt habe ich einen Tisch, einen Stuhl, die sind beide ein Möbelstück. Und das ist auch richtig, das sind sie. Sie sind nicht ausreichend bestimmt dadurch, aber das ist eine Abstraktion. Man merkt also bei einer Abstraktion, da geht was verloren, nämlich die Unterschiede. Vielleicht sogar Widersprüche der Objekte untereinander. Und genau das Gleiche, das passiert auch, ja, objektorientierte Programmierung, genau. Und genau das Gleiche passiert auch bei dem Volk. Es werden einfach alle Menschen, die einem Staat zur Verfügung stehen, also die Staatsangehörige sind, als das Volk dieses Staates bezeichnet. Und von den Unterschieden in dieser Gruppe wird abgesehen. Darum geht's. Um das mal andersherum zu sagen. Wenn es in dieser Gruppe, die wir Volk nennen, wenn es da keine Unterschiede gäbe, keine unterschiedlichen Interessen, keine vielleicht widersprüchlichen Interessen, dann wäre auch die Abstraktion Volk gar nicht nötig. Die wäre redundant oder überflüssig, man bräuchte die gar nicht. Wenn ich zwei identische Stühle nebeneinander stelle, dann brauche ich kein drittes Wort dafür.
Da man ja eh schon die gleichen Ziele verfolgt wie alle anderen auch, muss man sich auch nicht auch als irgendwas anderes definieren, sondern kann einfach sagen, hey, ich habe dieses Ziel und diese Leute neben mir, die haben dieses Ziel auch, die haben diese Interessen auch. Da braucht man nicht den Begriff Volk. Die Abstraktion Volk, der Begriff Volk wird also überhaupt erst nötig aufgrund der Unterschiede. Dadurch wird er überhaupt erst stimmig, dadurch hat er überhaupt erst eine Bedeutung. So, und was ich jetzt noch verargumentieren will, und das kommt dann halt, geht dann halt Richtung Gegenargument gegen die Überteiligungs. Was ich jetzt noch verargumentieren will, ist, dass sich dieser Begriff des Volkes gar nicht von Herrschaft trennen lässt. Also immer in Bezug zu einer Herrschaft steht. Und daher auch die restlichen Argumente von den Überteiligungs eigentlich ins Leere laufen, die ich da vorhin versucht habe zu reproduzieren. Und deswegen war auch so ein bisschen mein Joke an die Anarchisten, die über das Volk reden, weil Anarchisten sind halt die, die eigentlich die Herrschaftslosigkeit möchten, die Anarchie. Ne? Also zumindest bedeutet das Wort das so. Und deswegen war mein Gag ungewollt ins Wespennest gestochen gestochen. Und habe erst dann im Nachhinein gemerkt, nee, die haben wirklich einen positiven Begriff von Volk. Man könnte ja auch sagen, und das sagen die Übertage-Jungs auch, ja, Volk definiert den Staat schon so, wie ich das jetzt gerade gesagt habe. Wir aber, wir Übertage-Jungs, Marian, ich, meine Ahnung, wir Linken, wer auch immer, wir Arbeiter, wir definieren das aber anders. Und zwar als einen herrschaftsfreien Begriff. Nun, da will ich aber gerade sagen, das geht gar nicht. Okay? Und hier kommt das Argument. Wenn Volk eine Abstraktion ist, also wenn man von allen Unterschieden innerhalb einer Gruppe, lass es jetzt mal wirklich die Arbeiterklasse sein, so wie du es sagst. Wenn Volk diese Abstraktion ist, die von allen Unterschieden in dieser Arbeiterklasse abstrahiert. Ja? Oder zum Beispiel die Gruppe ist aller Menschen, die den Kapitalismus loswerden wollen. Dann postuliert man damit nichtsdestotrotz eine Identität über unterschiedliche und teilweise entgegengesetzte Interessen in dieser Gruppe. Ja, die haben schon vielleicht was Gemeines. Die wollen vielleicht den Kapitalismus loswerden zum Beispiel. Das heißt aber nicht, dass sie gar keine widersprüchlichen Interessen haben. Darüber, über diese Widersprüche, über diese Unterschiede wird aber gebügelt, von diesen Unterschieden wird abstrahiert. Nun kommt die Krux. Damit wird sofort postuliert, dass es etwas den Interessen der Individuen dieser Gruppe Übergeordnetes gibt. Etwas, was über den Interessen der Einzelnen steht, nämlich das Interesse der Abstraktion Volk, also dieser Volkswille zum Beispiel. Ja. An die Stelle, dort, wo ich finde, eigentlich die gemeinsame Abwicklung der Zwecke der Individuen in diesen Gruppen stattfinden sollte, rückt jetzt sofort das Interesse dieser Abstraktion. Nochmal. Drückt jetzt das Interesse der Abstraktion des Volkswillens. Nun, der Volkswille, der kann überhaupt nur von oben installiert werden. Der muss sich auf Basis der Abstraktion Volk gegen die Unterschiede im Volk durchsetzen. Es gibt ja da diese Unterschiede und jetzt gibt es was, das oben drüber steht und sagt, an diesen Dingen sind wir gleich. Das heißt, damit das der zentrale Motivator unserer Bewegung ist, muss sich dieser Begriff durchsetzen gegen all die Unterschiede, die es tatsächlich gibt unter diesen Menschen. Dieses Durchsetzen ist aber immer ein Gewaltakt. Wenn es Unterschiede und Widersprüche im Volk gibt, die eben nicht dem Zweck des Volkswillens dienen, dann müssen diese Widersprüche und Unterschiede müssen kontrolliert werden, müssen gemanagt werden, müssen unterdrückt werden. Und zack, bist du wieder bei der Herrschaft, die notwendig ist, um den Volkswillen zuerst herzustellen und dann sicherzustellen. Wie stellt er denn sicher? Na, indem er draufhaut, wenn irgendein Interesse in dem Volk dem postulierten, oben postulierten Volkswillen entgegenläuft. Diesem abstrakten. Also ich finde es auf jeden Fall natürlich erstmal richtig und auch eine wichtige Ergänzung zu dem Begriff Volk, dass es auch ein abstrahierender Begriff ist, natürlich. Also das ist ja klar, das ist ja ein sehr, sehr großer, ein sehr, sehr weitläufiger Begriff und deswegen finde ich es erstmal analytisch natürlich vollkommen richtig, was Nadim sagt, dass es ein abstrahierender Begriff ist. Für mich stellt sich trotzdem die Frage, die Herleitung, die Nadim daraus zieht, die sehe ich halt nicht in der Form, in der Intensität. Was ich mir dazu gedacht hatte, war, dass ich das zwar erstmal alles so richtig finde,
wie das hergeleitet wird, aber wo ich auf jeden Fall ein Problem mit habe, sind so ein bisschen die Schlüsse, die aus dieser Definition von der Abstraktion gezogen werden, wie wir uns dann zu solchen Abstraktionen verhalten sollten. Also jetzt an dem Beispiel von dem Volk, wo es darum geht, dass eben dann in diesem Volksbegriff alle Interessen eigentlich unter diesen Volkswillen subsumiert werden und das dann untergeordnet wird unter den, selbst wenn man es jetzt aus einer linken Perspektive machen wird, das geteilte Interesse, den Kapitalismus zu beseitigen. Und das ist ja noch nicht mal das, was ich jetzt so richtig in der Folge selber mit diesem Volksbegriff verbinde oder wo ich sagen würde, das ist genau das, was in dem jetzt für viele Leute angelegt ist, sondern es ist erstmal eine Feindschaft dieses von oben definierten Staatsvolkes gegenüber seiner Regierung. Und das kann sich dann auch auf eine linke, revolutionäre, in unserem Sinne gerichtete Feindschaft gegen die Regierung ausformulieren. Das war ja auch das, was ich meinte, was ich so spannend daran finde, wenn viele Rechte das verwenden. Die verwenden das ja genau auch in diesem Bild, was darüber charakterisiert wird. Das Volk hat das Interesse, seine ungerechte Herrschaft abzuschütteln. Und ich finde schon, dass das auch eine Sache ist, die man dann von linker Seite genauso aufgreifen und füllen kann. Vor allen Dingen, weil wir auch an der Stelle klar benennen müssen, dass es auch gar nicht ohne Abstraktion geht. Es ist ja unmöglich. Du kannst dich nicht ohne Abstraktionen im politischen Geschehen bewegen und auch im Alltag nicht bewegen. Und wo wir darüber geredet haben, ist ja, dass wir Volk als analytischen Begriff eher weniger auch für uns verwenden. Wir verwenden den zwar ab und zu, aber eher weniger. Wohin wir ihn vor allen Dingen verwenden, ist halt in dem Alltagsgespräch, in der alltäglichen Auseinandersetzung mit dem Menschen. Und da wird er eben sehr viel von den Menschen selbst verwendet. Und da wird natürlich auch sehr viel mit Abstraktionen sowieso im Allgemeinen gearbeitet. So. Und da funktionieren auch Abstraktionen total gut. Ich würde das sogar in dem Fall dann auch so ein bisschen wie die notwendige Bündnispolitik dieser widerstrebenden Interessen sehen. Also wenn es zu einer revolutionären Stimmung kommt oder wenn wir jetzt generell irgendeine Bewegung haben, die sich auf die Fahne schreibt, die jetzige kapitalistische Marktwirtschaft in einem Land abzuschaffen oder auch international, wenn es funktioniert, dann sehen wir ja da diverse unterschiedliche widerstrebende Interessen, die sich dann erstmal unter einem Banner vereinen. Und wir würden ja sogar sagen, dass wir dann daran anschließen würden, eben mit einer anarchistischen Perspektive, die sagt, und jetzt sollten die Leute alle die Möglichkeit haben, genau dieses Interesse dann eben in einer späteren Gesellschaft auszuformulieren und auch in den Entscheidungsprozess einbringen zu können. Aber bei dieser Abstraktion Volk jetzt ist ja nochmal ein großes Problem, oder bei auch diesen ganzen anderen Abstraktionen, die wir uns jetzt vor angeschaut haben, die wir auch in der Folge benannt haben, wie beispielsweise die Arbeiterklasse, die Arbeiterschaft, dass die Interessen, die darunter, wie Nadim dann sagt, subsumiert und auch unterdrückt werden, auch welche sind, die nur aus ihrer ganz bestimmten Position jetzt in dem Produktionsprozess entstehen. Und da würde ich dann auch, da frage ich mich dann auch mit diesen unterdrückten Interessen, die Nadim jetzt da anspricht, ob er dann auch sich auf die positiv beziehen wird, die ganz klar einfach nur ja ein Produkt dieser Konkurrenzgesellschaft sind. Also ist das jetzt so tragisch, dass das dann unter einem Begriff dann zusammengeworfen wird, der sich dann da auf die Fahnen schreibt, eben diese Gesellschaft, die eigentlich erst seine widersprüchlichen Interessen überhaupt herstellt, abzuschaffen. Schauen wir mal weiter. Faktum entgegenläuft. Naja, auch wie gesagt, meine Tränen bezüglich der Anarchisten, die nach dem Volk rufen. Volk ist eine Abstraktion, die immer nach Herrschaft ruft, die quasi immer nach dem Staat ruft. Das ist die untertänige Tour, die eine Gruppe, wie auch immer, definiert ist. Völlig egal. Ob das Kurden sind, ob das Arbeiterklasse ist, ob das Männer, Frauen, was auch immer, die Leute, die den Kapitalismus abschaffen wollen, sind.
Das ist eine untertänige Tour, die eine Gruppe, wie auch immer definiert, dann einfordert, wo sie dann sagt, die Herrschaft, die über mir steht, die soll doch gefälligst im Interesse dieser meiner Gruppe, dieses meinen Volkes operieren. Volk gibt es also nicht ohne Herrschaft. Ganz interessant dabei ist, ich würde dem halt wie gesagt widersprechen. Also ich glaube nicht, dass du das so machen musst mit dem Volksbegriff. Du kannst doch auch den Volksbegriff in dem Sinne auch anarchistisch, antiautoritär, gegen Herrschaft gerichtet aufladen, dass du sagst, wir wollen uns selbst regieren als Volk, wir brauchen euch gar nicht. Wieso brauchen wir euch denn, um halt über uns zu bestimmen? Also ich verstehe halt diese Zwangsläufigkeit, die ist mir auch auf Grundlage dessen, was Nadim ausgeführt hat, nicht klar geworden, muss ich sagen. Ja, mir ist sie schon klar geworden. Also ich glaube, was Nadim jetzt da macht, ist, er nimmt eben diese analytische Kategorie, die wir ja mit ihm teilen vom Volk, eben einfach als, ja, Volk bedeutet eben diese Bevölkerung, über die eine Regierung dann Verfügungsmacht hat. Und er sagt dann, jeder Bezug auf das Volk, jede Forderung im Namen des Volkswillens, im Namen seines Interesses, ist immer einfach ein Gieren nach einer richtigen, nach einer besseren Herrschaft, die mehr das ausdrückt, was dann tatsächlich das ausgedrückte Volksinteresse ist. Sei es jetzt dann ein realsozialistischer Staat wie die DDR, sei es dann ein faschistischer Staat wie Francos Spanien oder sei es dann eben eine multikonfessionelle Klientel-Diktatur wie im Libanon. Also es ist halt einfach dann immer der jeweilige Ausdruck, ja, von diesem Volkswillen nach einer ihm passenden Regierung, egal wie sich darauf bezogen wird, egal von welchem politischen Lager. Und dann würden wir eben sagen, das ist eine Kategorie, die so vorherrscht. Das haben wir auch in der Folge gesagt. Das ist nun mal eine Kategorie, die so vorherrscht. Die Leute haben einen starken Positivbezug darauf, eben gerade aus dieser Position von, und ja, es stimmt, das ist fast immer. Das liegt aber auch daran, dass der Anarchismus so schwach ist. Es ist fast immer, oder jetzt im Fall von Nadim, so ein, nennen wir es mal, antiautoritärer, orthodoxer Marxismus. Sein Begriff, der fast immer natürlich mit einem Gieren nach dem richtigen Regieren über diese Volksmasse gefüllt ist. Aber ich sehe trotzdem nicht den Punkt, warum man nicht in dem Prozess von dem Aufbau einer revolutionären Bewegung sich darauf beziehen kann und das positiv damit füllen kann, wie du es gerade einmal angesprochen hast, wir als Volk, wenn wir wirklich eine richtige Regierung haben wollen, dann müssen wir uns selber regieren. Dann müssen wir eigentlich diese Interessen von allen Leuten hier unter uns gemeinsam in einem Entscheidungsprozess einfließen lassen, um wirklich unsere Leben so gestalten zu können, wie wir das wollen. Und dann sind wir nämlich wieder bei der Frage, die wir auch in der Folge selbst thematisiert haben, dass halt jeder Begriff ist halt entsprechend geprägt im Sinne der Herrschenden und im Sinne verschiedener reaktionärer Gruppen. Aber das liegt halt nicht an den Begriffen an sich, dass diese Begriffe also gänzlich unbrauchbar, wie jetzt zum Beispiel Volk, wie jetzt zum Beispiel Freiheit, wie jetzt halt was auch immer in diese Richtung halt ist, sondern es liegt einfach daran, dass diese reaktionären Gruppen und die Herrschaft an sich so stark und schon immer so stark ist. Und in den Zeiten, wo die auch antiautoritäre Arbeiterbewegung ja stärker war, da waren diese Begrifflichkeiten ja auch anders verstanden und anders geprägt. Also zum Beispiel im revolutionären Spanien, im anarchistischen, wurde auch die ganze Zeit rauf und runter von Volk gesprochen, aber da war kein Appellieren an irgendein Staatswesen oder so mit gedacht oder gemeint und auch nicht verstanden. Und das zeigt ja einfach, dass es durchaus anders möglich ist und dass es eher genau an den Verhältnissen und an der Schwäche der antiautoritären Kräfte liegt. Übrigens mal wieder, dass selbst die Wortherkunft des Wortes darauf hin. Volk stammt nämlich, Wikipedia erste Seite, könnt ihr sehen. Volk stammt vom mittelhochdeutschen Volk, V-O-L-C. Das stammt aus dem althochdeutschen Volk, F-O-L-C. Und das stammt aus dem urgermanischen Fulka, F-O-L-K-A. Und es bedeutet die Kriegsschar.
Das sind also die Soldaten und die Bediensteten, die man im Krieg zu kommandieren da hat. Die Schar, an, die Masse an Menschen, die ich als General oder Herrscher durch die Welt schicken kann. Und in der demokratischen und bürgerlichen Gesellschaft, und das wissen die Übertage-Jungs ja auch, haben sie auch gesagt, da ist das Volk die Verfügungsmache der Sache der Nation. Die Nation ist die übergeordnete Idee, die übergeordnete Mission, der sich sowohl das Volk als auch die Herrschaft, diese beiden Akteure, verpflichten. Das Volk ist also Mittel der Herrschaft. Die Herrschaft, der Staat in unserem Fall, nutzt das Volk, um die Sache der Nation zu erreichen, das nationale Wachstum und seine, in der internationalen Welt der Konkurrenz zu bestehen. Jetzt kommen wir dann nochmal zurück auf das Übertage-Argument. Nehmen wir uns das jetzt mal mit und schauen uns mal an, was die ja gesagt haben. Ich identifiziere jetzt mal vier Argumente. Es ist ja richtig, die antideutsche Manier, diesen Volksbegriff abzulehnen, aufgrund seiner rechten und reaktionären Anschlusspunkte und aufgrund der faschistischen Geschichte des Begriffs, das ist, finde ich, auch völligen Unsinn. Es stimmt schon, also es ist auch nicht komplett falsch, es stimmt schon, dass Faschisten schon mit dem gleichen Volksbegriff auch durch die Gegend laufen. Aber die machen dann auch nochmal zwei, drei Schritte weiter, indem sie das Volk und die Nation in eins setzen. Der Erfolg der Nation ist dann der Erfolg des Volkes und der steht dann über allem. Und alles, was dieses Volk korrumpiert, korrumpiert auch die Nation. Und deswegen kann die Nation und das Volk kann nicht ihr volles Potenzial entfalten. Und deswegen müssen die ganzen Störenfriede beseitigt werden und so weiter und so fort. Die sind auch antidemokratisch. Also da steckt nochmal ein bisschen mehr drin als einfach nur dieser Volksbegriff. Insofern ist die antideutsche Kritik, wenn sie dann diese ist, ja. Jeder, der Volk sagt, ist Fascho, ist natürlich Unsinn. Zum Faschismus kann man jetzt mehr ein andermal machen, das wollen wir nicht heute machen, habe ich schon gesagt. Aber der Punkt, den ich machen möchte, ist eigentlich, dass die Kritik am Volksbegriff eben überhaupt gar nicht erschöpft ist mit dieser antideutschen, nennen das bürgerlich antifaschistischen, moralischen Kritik. Ja? Und da gehe ich jetzt mal, wie gesagt, auf die Argumente von denen ein. Das erste Argument von den Jungs ist, der Volksbegriff wird überall genutzt, ist anschlussfähig, Linke reden darüber und deswegen müssen wir das auch nutzen. Das Erste, was man sich doch einfach mal fragen müsste, eigentlich, wenn man sowas hört, ist, ja, warum ist denn eigentlich der Begriff anschlussfähig? Warum wird er dann eigentlich überall benutzt? Die Frage müsste man sich mal stellen. Und da sage ich halt, ja, weil eben all diese Leute von links bis rechts übrigens, auf allen politischen Ebenen eigentlich, in ihrem Kopf sich auch eben nur eine gute und bessere Herrschaft denken und wünschen. Das wollen die Leute. Und ich meine jetzt auch nicht nur die Rechten, die meisten Linken auch, die ich kenne. Die meisten Linken, die ich kenne, so verallgemeinern wir das nicht. Die meisten Linken, die ich kenne, die wollen. Also ich finde absolut richtig, ne, dass die Kritik, die du rüberbringst, so von wegen, klar, wollen auch die meisten Linken einfach nur eine andere Herrschaft. Und da ist, bestehen wir vollständig einer Meinung, aber ich würde trotzdem sagen, dass der Hauptgrund, warum dieser Begriff so viel benutzt ist, ist, weil er sowas ist wie Baum oder wie Apfel oder wie Tisch, weil halt einfach das ein handelsüblicher Begriff ist, der für die meisten Leute gar nicht ideologisch aufgeladen ist. So, wenn du halt jetzt, wir sagen das immer wieder, ne, auch in der Folge haben wir es mal gesagt, wenn jetzt irgendwie mit am Kiosk mit, über Volk redet und du fragst den, was ist denn dein Volksbegriff, dann weißt du gar nicht, was du von dem willst. Ja? Und das, würde ich sagen, steht doch im Fokus. Klar, gibt es dann innerhalb der Linken und der Rechten, aber selbst da ist an der Basis, haben die meisten Leute doch gar keine konkrete Auseinandersetzung überhaupt mit so einer Begrifflichkeit, die meisten Leute. So. Naja, ich würde schon widersprechen, dass es natürlich ein Begriff ist, der. Also, Nadim, du hast damit recht, dass Volk auf jeden Fall etwas ist, was ganz klar für die Leute eine bestimmte Bedeutung hat, ideologisch aufgeladen ist. Was du jetzt meinst mit dem, dass es nicht ideologisch aufgeladen ist, dass die meisten Leute sich nicht viel Gedanken darüber machen. Ja, ja, nein, klar. So, und ja. Das ist ja auch erstmal was wir jetzt so sehen, dass es einfach stimmt. Für die meisten Leute bedeutet einfach ein Volk, das braucht eine gute Regierung, das in seinem Interesse handelt, weil das ist nun mal ja auch das, mit dem eigentlich unsere Gesellschaften, dem inzwischen alle Gesellschaften auf der Welt seit Jahrhunderten sozialisiert sind. Man macht ja sogar hier nochmal einen Rekurs auf die
germanische Kriegerkultur. Muss ich aber auch sagen, da wundert es mich jetzt nicht, dass das dann da von der Kriegsschar kommt. Stammt nun mal eben unsere Sprache aus einer Kriegerkultur ab. Aber ich bin jetzt mal gleich gespannt, weil ich glaube, da kann man auch noch mal jetzt ein interessantes Gegenargument gleich zu machen. Wollen die bessere Herrschaft. Und der Fakt, dass sie das tun, also dass sie dann für das Volk einstehen und dann einen Volksbegriff haben, sollte einen doch nicht dazu verleiten, sie in diesem Verlangen nach einer guten Herrschaft zu bestärken, die ihrem, wie auch immer gearteten und definierten Volk irgendwie einzig und alleine dienen solle. Und das ist doch gerade nicht unser Krieg. Zweites Argument, was sie bringen. Es gäbe einen klassenorientierten Volksbegriff. Und das sei ja was Besseres. Vielleicht Nebenbemerkung am Anfang. Warum sagt man denn dann nicht einfach Arbeiterklasse? Warum muss man denn dann noch den Volksbegriff nutzen, wenn es dann sowieso die Arbeiterklasse ist? Nun, dann widersprecht ihr euch ein bisschen selbst. Ihr sagt, dass es dann auch über die Klasse hinausgeht, in die bürgerliche Klasse sogar hineingehen kann. Und deswegen bin ich mir gar nicht sicher jetzt genau, wie ernst ihr das meint mit, es gibt einen klassenorientierten Arbeiterklasse-Volksbegriff. Da sind wir auch im Livestream noch kurz darauf eingegangen. Das hilft einfach dann, die Begrifflichkeit bestimmte Phänomene zu verstehen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel nach Frankreich gucken, ja, wenn wir da unterschiedliche Phasen eines großen Kampfes sehen, dann würde man vielleicht am Anfang von einem solchen Kampf würde man vielleicht als Massenbewegung sprechen oder Massenstreiks oder so. Und wenn das Ganze dann eine gewisse Schlagkraft, eine gewisse Tragweite erfährt, dass es weit über, also einfach große Teile des gesamten Volkes erfasst, ja, oder relevante Teile, es ist ja nie so, dass an so einem Kampf jetzt alle Leute einfach teilnehmen, dann kann man eben von einem Volksaufstand sprechen und damit das besser fassen, um halt einen Unterschied zu machen zu dem Ersteren. Damit man eben sieht, okay, das erfasst jetzt wirklich die gesamte Bevölkerung an der Stelle, die in diesem Land lebt. Die muss sich halt in irgendeiner Form dazu verhalten, die ist in irgendeiner Form einbezogen und so weiter und so fort. Ganz einfach gesagt, es ist eine Ergänzung des Begriffs. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr wirklich glaubt, dass es da draußen Menschen gibt, die einen Klassenbegriff haben, oder einen Volksbegriff haben, der auf der Arbeiterklasse beruht, so wie ihr das selber ja auch zu haben scheint und hochzuhalten glaubt. Na, ich glaube, da seid ihr zu wohlwollend mit den meisten eurer Mitbürger. Die meinen, wenn sie Volk sagen, dann meinen sie schon Volk. Also eben diese Abstraktion der Menschenmassen von ihren Unterschieden. Welches dann auch noch irgendwie einem Gemeinwohl zu dienen hätte. Also die Herrschaft inkludiert. So, im Übrigen, und das erkennt ihr dann auch selber, nur die Reichen und die Kapitalisten aus dem Volk dann zu exkludieren, ist die falsche Analyse, ändert gar nichts. Und darauf verweist ihr dann ja auch selbst. Ihr sagt ja dann auch, ja, das ist dann verkürzte Kapitalismuskritik, muss man auch wieder aufpassen und so weiter. Was dieser Begriff vor allem nicht tut, ist, er tut nicht die Notwendigkeit einer Herrschaft ablehnen. Er kreiert nur eine neue Definition der In- und Out-Group. Das ist, worüber Daniel immer redet. Und wünscht sich eine Herrschaft, die eben nur dieser Ein-In-Group dient. Wo die Out-Group nicht mehr notwendig ist. Also auch die Idee dieses aufkeimenden Klassenbewusstseins, die ihr habt, wo ihr sagt, das ist ein Anschlusspunkt, da kann man was mitmachen. Da denken die Leute gerade irgendwie schon emanzipiert. Würde ich voll in seine Schranken weisen. Nein, das ist Untertanenmentalität. Das ist genau das Gegenteil. Da ist jemand, der einfach eine andere Herrschaft will. Nämlich eine, die sich diesem Volk, diesem von oben zu diktierenden Volkswillen verpflichten möchte oder andere dazu verpflichten möchte. Einfach nur eine andere Herrschaft. Eine bessere Herrschaft. Aber die Herrschaft. Und auch wenn es historisch so ist, dass Linke sich auf diesen Begriff beziehen, also Lieder wie die Internationale zum Beispiel, macht das eben diese Kritik gar nicht falsch. Linke haben sich auch auf Nationen bezogen, haben sich auf Herrschaft bezogen, haben sich auf Geld bezogen, haben sich auf Wert bezogen. An diesen Sachen ist überall nichts Gutes dran, das muss man alles kritisieren. Die haben Sachen gerufen wie, wir sind das Volk, Völker hört die Signale, Volksbefreiung wird irgendwie hochgehalten und so. Das sind eben durch die Reihe weg einfach falsche Vorstellungen, gehören kritisiert und angegriffen. Da ist es mir völlig egal, ob das viele Linke oder alle Linke so denken, wenn das Argument stimmt. Da wird ausgegangen von einer existierenden Herrschaft, die nicht im Interesse des Volkes herrscht. Und deswegen, wenn man eine andere Herrschaft, eine bessere Herrschaft,
die Herrschaft an sich, also dass es eine Herrschaft gibt, wird aber nie in Frage gestellt, sondern das wird sogar affirmiert mit dem Gedanken, dass es eine bessere geben soll. Nur eben im Sinne des eigentlichen oder des einfachen Volkes. Drittes Argument, was die Jungs bringen. Dass man ja auch den Arbeitergriff oder eben Begriffe wie Identität ist. Ja, das stimmt. Und das wäre auch mal zu durchdenken und zu kritisieren. Arbeiter ist nämlich überhaupt erstmal auch gar nichts, auf das man sich positiv oder negativ beziehen muss oder sollte. Das ist eine sozioökonomische Kategorie. Und auch da gibt es Unterschiede in den Interessen und in den Zwecken, die man nicht einfach ignorieren sollte. Und das, ich meine, das wisst ihr ja auch. Faschos können auch Arbeiter sein. Da ist auch überhaupt nichts dran, irgendwie, dass das da immer automatisch einen Anschlusspunkt gibt. Sollen wir jetzt denen auf Basis ihres Faschismus den Ehrentitel Arbeiter irgendwie versagen und sagen, ihr gehört nicht zum Volk, weil ihr seid irgendwie Faschos? Das ist doch Quatsch. So, generell steckt da, finde ich, auch noch ein anderer Fehler drin, den ich jetzt noch mal ein bisschen ausführlicher machen möchte, nämlich etwas, was in der bürgerlichen Gesellschaft ganz verankert ist und dazu gehört, nämlich der Wille und der Drang, sein persönliches und eigenes Interesse immer nur anhand des Interesses eines irgendwie postulierten Gemeinwohls zu äußern. Ich finde, hier sind wir jetzt eigentlich so an dem spannendsten Punkt, wo man, glaube ich, sagen kann, hier würden wir jetzt auseinandergehen. Ja, ja, genau. Also davor kann man ja wirklich immer noch sagen, gut, da haben wir jetzt finden wir jetzt einfach einen anderen Bezug zu, aber wir teilen die ganze Analyse und wir sehen, dass wir haben ja eigentlich auch einen recht ähnlichen Volksbegriff. Aber das ist ja jetzt wirklich eine Frage von Strategie, wo wir auseinandergehen würden. Ja. Also schauen wir uns das mal mit diesen anderen Begrifflichkeiten an. Nehmen wir jetzt Arbeiter, nehmen wir Frauen. Also das sind beides Sachen, die im Endeffekt so, wie wenn man jetzt wirklich da drauf gehen würde und sich das anschaut aus einer analytischen, Nadim sagt jetzt sozioökonomischen Perspektive, dann sind das zwei Sachen, die einfach jetzt in dem herrschenden marktwirtschaftlichen System eine bestimmte Funktionalität haben und die ganz klar eben herrschaftlich nicht nur geprägt sind, sondern einfach nur herrschaftlich definiert existieren. Und was ich jetzt sagen würde, was extrem sinnvoll ist, was ja auch eigentlich durch die Bank in eigentlich den allermeisten großen sozialen Kämpfen genau auch so gemacht wird, dass diese Kategorien, die wir da nicht selber definieren, die einfach so eben herrschaftlich hergestellt werden und existieren, selber nehmen und sie umdeuten, um daraus eine Gruppenidentität zu schaffen und ein geteiltes Interesse zu propagieren, diese Herrschaft, die über diese Kategorie ausgeübt wird, abzustreifen. Dass man sagt, das, was wir jetzt hier machen, also wir beide jetzt in dem Fall nicht, aber was alle unsere tapferen Schwestern unserer Klasse so treiben, der Frauenkampf oder meinetwegen dann noch der Kampf der anderen unterdrückten Geschlechter, da wird eine Gruppe geschaffen, die das geteilte Interesse hat, sich eben gegen diesen herrschaftlichen Zugriff zu wehren. Und im Endeffekt ist es ja natürlich eine absurde Sache. Das stimmt, das kann man auch so sagen. Es ist eine absurde Sache, dass eigentlich das, was mit diesem starken Positivbezug auf diese Gruppe gemacht wird und was auch ihr geteiltes Interesse ist, ist im Endeffekt die Zerstörung, die Abschaffung dieser Kategorie, wie sie jetzt eben existiert und von der Herrschaft definiert wird. Und ähnlich ist es tatsächlich auch so, wenn man möchte, mit dem Volksbegriff. Ich würde sagen, warum man sich positiv auf diesen Volksbegriff beziehen kann. Und ich würde dazu sagen, natürlich stimmt es, das ist jetzt aber eine Sache, die gar nicht für den Kern des Arguments so wichtig ist, gibt es beim Volksbegriff noch mehr Bedenken, die ausgeräumt werden müssen, als jetzt bei Arbeiter oder bei Frau. Aber im Endeffekt bleibt es dabei, dass man sagen kann, das, was dann in diesen Volkskämpfen, wenn sie so genannt werden, verhandelt wird, ist dieser Antagonismus zwischen Volk und Regierung. Und wenn man das jetzt
wirklich in einem revolutionären Sinne, weil man kann ja jetzt auch Frauenkampf, man kann Arbeiterkampf auch in einem liberalen Sinne umdefinieren und dann gibt es da die gleichen Fallstricke. Wenn man das wirklich revolutionär definieren möchte, dann ist es tatsächlich auch dieser Kampf und dieser Positivbezug des Volkes auf sich selber, um am Ende eigentlich dafür zu sorgen, dass wir in einer Welt leben können, in der diese Kategorie gar nicht mehr existieren muss. Und da ist es, glaube ich, jetzt einfach eine Sache, wo wir beide mit 99:1 dann strategisch auseinandergehen würden. Weil wir würden sagen, dass diese Schaffung von der Gruppenidentität, dieser positive Bezug auch darauf und als Subjekt dieser Herrschaft ein Interesse zu formulieren, geteiltes Interesse, extrem wichtig ist und auch, wenn wir in fast alle Kämpfe gucken, fast immer natürlich passiert. Mein Mikrofon ist Akku aus, deswegen nehme ich hier seins. Ja, wie du sagst, am Ende ist es eine Zwangsläufigkeit. Also es ist ja, wir können es gar nicht aussuchen. Also wir können so viel darüber diskutieren und darüber lamentieren, dass wir es gerne anders hätten, aber es ist irrelevant, weil das eine Zwangsläufigkeit ist, die aus den Kämpfen auch heraus entsteht. Es ist also eher etwas, womit wir eine Verhandlung treffen müssen, womit wir einen strategischen Umgang finden müssen, der in unserem Sinne liegt. Weil, wie soll das denn bitte laufen im Kontext jetzt zum Beispiel, weil du es gerade angesprochen hast von feministischen Kämpfen, dass jetzt Begriffe wie Frau oder Queer oder was auch immer keine Rolle mehr spielen. Wie soll das denn bitte laufen im Kontext von großen Streikbewegungen, dass man jetzt nicht mehr von Arbeiterklasse und nicht mehr von Arbeitern spricht? Man kleidet das, was man selber gerne hätte, als das Allgemeine. Recht, Staat, Volk, Nation. Das alles im Interesse, alles, was ich möchte für mich eigentlich, wo ich sage, die Welt wäre besser so für mich, sage ich, ja, das wäre das Beste für die Nation, das wäre das Beste für das Volk. Das wäre das Beste für die Arbeiter. Ich vertrete jetzt die Arbeiter. Das Interesse unterwirft sich damit einem Anspruch, vor dem es sich dann aber auch immer wieder blamieren muss, zumindest in unserer Gesellschaft, weil in der existiert ein schon durchgesetztes Allgemeinwohl, nämlich das existiert im Staat. Das ist das durchgesetzte, mit Gewalt durchgesetzte Allgemeinwohl. Und basierend auf dieser demokratischen Denke kommt auch dieser Schluss zustande. Mein Interesse zählt dann nur, und zwar wirklich nur und insoweit es ein allgemeines Interesse ist oder sich mit den allgemeinen Zwecken deckt. Wenn man sowas fordert, wenn man sowas will, ja, also wenn, oder wenn man mit solchen Slogans arbeitet, sich als Anwalt irgendwie für die Arbeiterschaft ausgibt oder so, da gibt man automatisch zu erkennen, dass man sich mit den Anforderungen durchaus erstmal der Allgemeinheit unterwerfen will. Und das kann die Gegenseite dann mal sehr schnell aushebeln, indem sie sich auf das tatsächlich durchgesetzte Allgemeinwohl oder ihre Grundsätze beruft und damit jedes private Interesse, persönliches Interesse eigentlich argumentlos wird. Nur im bürgerlichen Staat wird diese Allgemeinheit durchgesetzt als das Allgemeine, dem sich jedes Individuum zu unterwerfen hat. Das ist eine Form der Herrschaft, die nicht mehr über direkte Gewalt und physischen Zwang läuft bei uns, sondern über die Durchsetzung des Allgemeinen in einem Staat, demokratische Wahlen und so weiter. Da wird der Volkswille gebildet in der Wahl, auf den sich dann für 4 Jahre zumindest diese Regierung beziehen kann mit ihren Herrschaftsentscheidungen. Also, so zu argumentieren ist auf zweierlei Weise schlecht für die Durchsetzung des eigenen Interesses. Es sagt schon in der Argumentation, dass es auf das eigene Interesse gar nicht ankommt. Das geht gar nicht darum, dass du das gut findest oder dass du das scheiße findest, was gerade passiert und du gerne was anderes hättest. Dein eigenes Interesse ist irrelevant, sondern es kommt auf das Gemeinwohl an, es kommt auf das Arbeiterwohl an. Und es gibt ja geteilte Interessen. Das ist ja das Ding. Also es gibt ja faktische Interessen, zum Beispiel in der ArbeiterInnenklasse gegenüber ihren Bossen. Also die ArbeiterInnen haben Interesse, einen möglichst hohen Lohn zu haben. Sie haben ein tendenzielles Interesse, weniger dafür zu arbeiten, mehr Urlaub zu haben, bessere Arbeitssicherheit zu haben, etc. pp. Und die Bosse haben halt das Interesse, möglichst gering die Lohnauszahlung zu halten und die Arbeiter möglichst lange arbeiten zu lassen. Und das müssen wir doch betonen. Das müssen wir doch herauskehren. Darüber, es geht nicht darum, aus unserer Perspektive für einen antiautoritären Begriff von Arbeiterklasse, von Volk und so weiter,
das so zu definieren, dass wir sagen, ja, es gibt keine, wir sind alle eins, es gibt keine Unterschiede, darum geht es ja aus unserer Perspektive gar nicht. Das muss ja auch jetzt Nadim klar sein, dass das nicht unser Begriff ist. Klar, du sagst natürlich, dass das der allgemeine Begriff ist, aber wir definieren das halt natürlich an der Stelle anders. Und vor allen Dingen ist es auch wichtig zu sagen, du musst das auch betonen. Das ist doch eine Stärke, eine wichtige Sache, um halt große Bewegung aufbauen zu können. Wenn wir nicht mehr sagen können, dass wir geteilte Interessen als Klasse haben, wie sollen wir denn dann zusammenfinden? Und ganz praktisch gesehen ist auch nicht clever, weil ganz praktisch kommt dann ja immer einer wieder gegenüber und sagt, ja, vor allem der Staat, der dann kommen kann und sagt, ja, ich bin aber derjenige, der das allgemeine Interesse mit Gewalt durchsetzt. Es wird ja schon durchgesetzt. Und da hast du erstmal gar nichts zu sagen. Man merkt das doch auch immer wieder, dass diejenigen, die mit allgemeinem Interesse, also mit so Gemeinwohl oder so argumentieren, eigentlich das machen, um irgendwelche Forderungen abzuschmettern. Dieses beste Beispiel von Schröder, glaube ich, war das. Oder Kohl, ich weiß nicht mehr. Das Volk sagt, wir sind das Volk, demonstrieren gegen irgendwelche Hartz-IV-Entscheidungen, glaube ich. 2006, Montags, die zweiten Montagsdemos, 2006, gegen die Hartz-IV-Reform. Wir sind das Volk, wir sind das Volk. Ja, und der Schröder sagt, ja, das stimmt, ihr seid das Volk und wir sind die Regierung. Ja, oder wie Merkel auf Greta und Fridays for Future eingegangen ist. Da hat die gesagt, ey, wir finden total toll, dass ihr euch darüber aufregt. Wir finden total gut, dass ihr jungen Leute da auf die Straße geht. Ich finde das ja eigentlich total super. Ja, aber ich als Kanzlerin, ich muss halt noch ein bisschen mehr bedenken, weil ich habe das große Ganze im Blick. Das habt ihr nicht im Blick. Ihr guckt nur aus euren partikulären Interessen heraus auf die Sachen. Man merkt also mit so einer Argumentation, also ich meine, das ist jetzt die Argumentation aufs Allgemeinwohl bezogen, aber eigentlich auf jede größere ideelle Gruppe, Abstraktion. Zu einer Argumentation ist man immer relativ schnell im Arsch. Ach so, noch mehr. Jemand, der sich hinstellt und Forderungen in das Kleid des Gemeinwohls zum Beispiel packt, der tut dann auch nichts für seine Forderungen. Also vor allem wird er nicht destruktiv. Der will das ja alles nicht kaputt machen. Der stellt ja seine Forderungen als unter dem Gemeinwohl Berechtigte dar. Der Staat hat das umzusetzen zum Beispiel. Ja. Bei den Arbeitern, ja, das müssen dann halt dann die Arbeiter machen. Deswegen sage ich, macht eure Interessen nicht als das Allgemeine. Auch nicht das Allgemein für eine Gruppe gelten. Das hat immer den Fehler drin, dass man sich einem Maßstab unterwirft, der schon herrscht, von dem man aber selber in diesem Fall in unserer Gesellschaft gar nichts hat. Und der implizit eigentlich mein Interesse als Maßstab als ungültig erklärt. Es ist doch viel besser, so zu argumentieren. Wir wollen bestimmte Sachen und für die stehen wir gerade. Wir sind der Meinung, dass das Kacke, was hier läuft. Wir, und damit meine ich wirklich uns beide oder uns vier Leute. Ja? Nicht wir Arbeiter, sondern nee, die Leute, die jetzt hier gerade mit euch sprechen. Ja, und ich glaube, da müssen wir nicht sagen, ey, das wäre für alle Menschen das Beste oder das Beste fürs Volk, das Beste für die Arbeiter. Nee, macht mal den Gegensatz auf. Macht euch nicht zum Anwalt von irgendeiner Gruppe. Sagt. Das ist ja fast schon Realismus. Ja. Also ja, tatsächlich, im Endeffekt ist das jetzt wirklich von einer strategischen Perspektive her genau das, was wir immer an einem individualistischen Anarchismus, einem Individualanarchismus so kritisiert haben, was wir auch nicht für sinnvoll erachten. Also ich finde es natürlich auch gut, immer ein individuelles Argument machen zu können, warum man etwas nicht möchte, warum es beschissen ist. Aber nichtsdestotrotz kann man ja auch in der Analyse dann einfach objektiv ausmachen, warum es einer bestimmten Gruppe besser gehen wird, wenn sie jetzt beispielsweise die Herrschaft da abschütteln wird. Und wie gesagt, in dem Aufbau von großen sozialen Bewegungen ist das einfach eine unablässige Sache. Also da kommen wir gar nicht umhin davon. Und dieser ganze vorgelagerte Part von Nadim jetzt zu Allgemeinwohl und dem, wie dann häufig diese bestimmten Interessen dem untergeordnet werden, würde ich sagen, ja, das ist eine richtige Kritik erstmal, vor allem jetzt mit den Beispielen, die Nadim dann da gemacht hat, bezüglich, wie es dann in einem nationalen Sinne gemacht wird, dass dann gesagt wird, im Endeffekt, es ist ja
eine abgeschwächte Form von der faschistischen Kritik, dann, das sind jetzt die Störenfriede in der Nation, die einfach hier unser nationales Wirtschaften und damit unseren nationalen Reichtum schädigen und dafür sorgen, dass irgendwie jetzt hier dieses nach vorne kommen dieses Staates gefährdet ist. Und am Ende, eigentlich machen wir doch ja nur Klientelpolitik für euch alle gemeinsam und wir sitzen doch alle im gleichen Boot und wenn das Boot einen guten Kurs fährt, dann geht es uns doch allen gut. Ja, so funktioniert das natürlich und das stimmt. Und ich würde auch sogar so weit gehen, dass wir mit solchen großen Begriffen, mit solchen Gruppen, die wir da aufmachen, auch aufpassen müssen, in was für eine Richtung das dann manchmal gehen kann, wenn man dann sagt, das, was du jetzt gerade da ganz individuell als dein Interesse formulierst, das schadet unserer großen Gruppe. Jetzt mal in Extrembeispielen gesprochen, hat das natürlich dazu geführt, dass es verschiedene sozialistische Gruppierungen gab, die dann angefangen haben, auf einmal so Sozialhygiene in ganz großen Anführungszeichen, wie es immer euphemistisch bezeichnet wird, betrieben haben, wo dann gesagt wurde, die stören Friede in dieser Gesellschaft, meistens waren es dann Queers, müssen jetzt vernichtet werden, weil sie schaden irgendwie dem großen Wohl der Arbeiterschaft und sie zersetzen das, sind ja sowieso auch nur aus westlicher Propaganda finanziert und hier so aufgezogen, um uns zu schwächen. Und natürlich hat jede Gruppendefinition das Potenzial dazu, auch in eine reaktionäre Richtung zu gehen, dann diese Störenfriede, eine Außengruppe, womit sich Daniel scheinbar sehr viel als Argument beschäftigt, zu kreieren und dafür zu sorgen, dass dann das zu ziemlich beschissenen Folgen für die Leute führt und auch strategisch nicht sinnvoll sind. Aber im Endeffekt bleibt es wirklich in dieser ganzen Reaktion bei diesem einen Argument, was wir dann einmal aufgemacht haben jetzt noch, dass es unablässig ist, mit diesen Begriffen zu handhaben und das, was Nadim jetzt als Perspektive gemacht hat, einfach nur zu sagen, nur ich, nur Marian, nur wir beide, wir sprechen jetzt hier für uns und alles andere, eine positive Gruppenkonstruktion von schon bestehenden Gruppen, über die Herrschaft ausgeübt wird, das machen wir nicht. Lassen wir komplett und damit hat sich's auch gut und das reicht aus. Das reicht nun mal nicht aus. Dabei bleibt's. Und was ich vielleicht noch hinzufügen möchte, ist auch vom Verständnis her nochmal, natürlich ist es für uns so, dass in einer zukünftigen anarchistisch-kommunistischen Gesellschaft die Bedürfnisse von dem Individuum aus erfasst würden. Und natürlich ist es auch im Jetzt schon so, dass in unseren Strukturen und in den Alternativprojekten, die wir aufbauen für die kommende Gesellschaft, wo man halt schon im Kleinen probiert, auch vielleicht Sachen zu leben, dass dort von den Individuen die Positionen und die Bedürfnisse formuliert werden. Aber das steht doch überhaupt nicht im Widerspruch zu einfach der objektiven Tatsache, dass es geteilte Interessen gibt, die auch niemand in Frage stellen würde. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, jeder Mensch hat das Bedürfnis nach sauberem Wasser. Ja, da brauchen wir ja nicht drüber zu reden. Da brauchen wir auch keine individuelle Befragung zu machen oder das vom Individuum auszurichten, sondern niemand möchte vergiftetes Wasser saufen. So. Weißt du ja nicht. Gibt es einzelne Individuen, die genau das möchten? So. Sprichst du gerade hier den Leuten ihr persönliches Interesse ab in deiner Gruppendefinition? Ja, und das kann man ja ich habe das anhand des Lohnbeispiels gemacht, was natürlich das Offensichtlichste erstmal ist, aber auch an dieser Frage sieht man das ja. Und da kannst du ja unendlich viele Beispiele finden, wo du das objektiv sagen kannst, dass das einfach gut für unsere Klasse ist und schlecht, wenn es nicht vorhanden ist oder weniger vorhanden ist. Lieber, das wäre besser für mich und für dich. Mein Interesse ist eins, wo ich gute Argumente für habe, dass es für dich vielleicht auch besser wäre. Überleg dir das mal, denk das mal durch. Vielleicht denkst du ja auch so. Stattdessen sein eigenes Interesse nicht als sein Interesse auszugeben, sondern stattdessen sich immer wieder auf dieses übergeordnete Wir zu beziehen, das hergestellt werden muss. Das ist ein Fehler.
an dieser fiktiven Messlatte des Wir wird man dann geprüft und wird eigentlich immer abgeschmettert. Es traut sich doch heute gar niemand mehr zu sagen, ich will 5 Euro. Es wird alles immer wieder unter irgendein allgemeines postuliert. Guckt euch mal Genug ist genug an. Das ist, ja, meinetwegen da die Arbeiter. Man könnte ja einfach sagen, wir fordern jetzt mit Militanz und Gewalt, wir fordern 1.000 Euro Sonderzahlung jeden Monat. Bumm. Nee, aber das wird nicht gemacht. Das nutzt der arbeitenden Klasse. Wir treten für die arbeitende Klasse ein. Wir treten für das Florieren dieser Wirtschaft ein. Wir sind gegen die böse Herrschaft. Wir wollen die bessere Herrschaft. Diese Forderung gibt es massenhaft. Einfach, wir wollen Geld, sagt niemand. Gibt's nicht. Ist zu vulgär. Dass, sobald das jemand sagt, wird sofort abgeschmettert. Als, boah, ihr seid ja so egoistisch. Ihr wollt einfach nur Geld? Habt ihr nicht mal einen Grund, warum ihr das wollt? So, und last but not least, damit kriegt man auch niemanden überzeugt. Ich kann Einzelne schon überzeugen, dass mit dem, was ich will, er vielleicht besser fahren würde. Das kann ich schon machen. Ja? Dann will er das vielleicht dann auch. Aber ihm vorzugaukeln, dass er mit dem, was ich will, das Allgemeine, das Gemeinwohl, das Wohl der Arbeiterklasse irgendwie realisieren würde. Vielleicht sogar, und das machen viele Marxisten, das macht nicht ihr Anarchisten, aber viele Marxisten machen das dann vielleicht noch sogar irgendeine historische Mission oder Tendenz der Weltgeschichte verwirklichen. Die Mission der Arbeiterklasse irgendwie verwirklichen. Aufhebung des Kapitalismus, bla bla bla. Das glaubt doch, da können die Leute nichts mit anfangen, das glaubt kein Schwein, das interessiert auch niemanden. Packt die. Das finde ich auch richtig, zu sagen, dass natürlich das nicht die primäre Stoßrichtung von uns sein sollte, jetzt irgendwie zu sagen, ja, wir sind hier alle gemeinsam als Arbeiterklasse auf dem historischen Feldzug oder es gibt eine historische Notwendigkeit dazu, dass irgendwie der Kapitalismus fällt und in den Kommunismus übergeht oder was auch immer. Das ist ja an und für sich richtig, aber das ist ja trotzdem kein Argument dagegen, gegen das, was wir vorhin gesagt haben, ne, was wir gerade gesagt haben, dass es halt einfach dabei bleibt, dass du gemeinsame Interessen formulieren musst und das zwangsläufig passiert. Ja, und ganz nebenbei, dass man auch niemanden damit erreichen wird. Also ich merke schon, ich habe so ein bisschen Sorge, dass wir uns jetzt die letzten Minuten einfach nur wiederholen werden, aber wie gesagt, schauen wir uns alle großen Kämpfe an, in denen Bezugnahme auf eine Gruppenidentität gemacht wird, in denen auf das gemeinsame Wohl, sei es jetzt der Kurden, sei es jetzt der Frauen, sei es jetzt der norddeutschen Arbeiterschaft, immer wo dieses allgemeine Wohl propagiert wurde, war es auch so, dass scheinbar die Leute doch echt recht gut und einfach davon überzeugt werden konnten und zu großen sozialen Kämpfen für ihre geteilten Interessen angestachelt wurden. Da mag ich doch jetzt mal im Gegensatz dich, Nadim, fragen, nenn mir jetzt mal ein paar Kämpfe, in denen drei Leute auf dem Sofa oder zwei Leute in einem Studio gesessen haben und gesagt haben, wir wollen das und auf einmal ganz viele Leute damit überzeugt haben und dann gemeinsam auf die Straße gegangen sind und irgendwas realisiert haben. Da möchte ich jetzt gar nicht dagegen polemisieren, dass man das, wie gesagt, auch machen kann. Aber ich möchte doch wenigstens dann mal hier das Argument mit ein paar Beispielen ausgeführt haben, wo das jetzt gut funktioniert, wenn du sagst, da holst du ja kein Schwein mehr mit ab. Vor allem muss man auch dazu sagen, dass in diesen Kämpfen, die über das Allgemeinwohl letztendlich motiviert wurden in unterschiedlicher Form, wenn man das so runterbrechen möchte, ist ja nicht nur so, als wäre dabei nichts entstanden und herumgekommen. Also das muss man ja auch sagen, das sind ja faktische, sehr, sehr große, auch revolutionäre Bewegungen, die das letztendlich als einen wichtigen Aspekt halt hatten. So, wenn du dir die Kurden zum Beispiel anguckst, wo du ja auch gesagt hast, dass das nicht funktioniert, ja, sorry, aber es funktioniert halt. So, die haben halt auf Grundlage ihres Gemeinwohls, als dass wir zusammen als Kurden jetzt in Rojava dann eine Selbstverwaltung organisieren wollen, die ja auch fundamental gegen den Staat gerichtet ist, im Übrigen sehr Revolutionäres, finde ich, erreicht, oder? Redet lieber mit denen über die Sachen, die interessieren, deren unmittelbaren Interessen. Und jetzt das letzte Argument, und das sind wirklich nur noch zwei Worte, nämlich, wir müssen die Begriffe von den Rechten zurückholen. Also noch vielleicht ein Wort zu diesem Begriffe zurückholen Argument. Begriffe haben eine Bedeutung. Selbst wenn es unterschiedliche ideologische Arten von Begriffen gibt, haben die erst einen Begriff, was gemeint ist. Ja?
Der Grund, warum die Rechten diesen Begriff so geil finden, da gibt es einen Grund. Und den habe ich versucht, heute klarzumachen. Denn dieser Begriff postuliert Herrschaft. Der impliziert Herrschaft. Also auch hier, es ist ja richtig, dass nur weil Rechte einen Begriff für sich vereinnahmen, muss man auch nicht von ihm ablassen. Das stimmt, da gehe ich mit euch d'accord. Aber nur weil Rechte einen Begriff für sich vereinnahmen, muss man sie auch nicht zurückholen. Nicht automatisch. Dafür muss es schon gute Argumente geben. Und ich denke, man kann schon beides tun. Man kann schon sowohl irgendwie behutsam mit Leuten umgehen, auf die eingehen, damit, ne, also die jetzt auch nicht sofort verschrecken und sagen, was, du hast Volk gesagt, du, klatsche. Sondern dann darauf eingehen, okay, was meinst du denn damit? Hast du dir mal Gedanken gemacht, dass diese gemeinsamen Interessen interessieren gar nicht? So, die mal so behutsam in ihren Gedanken anschuckeln, vielleicht ein bisschen wachrütteln. Letztendlich, irgendwann muss man sie auch angreifen und kritisieren für den Quatsch, den sie sagen. Und da müssen wir auch nicht vor dem Volksbegriff zurückschrecken, meiner Meinung nach. Also, Zusammenfassung. Ja, ich denke, die Zusammenfassung werden wir uns dann jetzt nicht noch anhören, weil im Endeffekt hat Nadim ja wirklich sehr gut seine einzelnen Argumente da herausgestellt. Also da würde ich auch erstmal sagen, ja, auf jeden Fall Respekt daran. Das war ein sehr guter Zündfunke. Das hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, sich das anzuhören und darauf zu reagieren, weil ja auch sehr viel Richtiges einfach dabei ist. Wir sind ja wirklich, wir teilen ja die Analyse von der Funktionalität des Volkes, von dem, wie eigentlich das Volk an sich überhaupt jetzt erstmal definiert wird. Das stimmt, aber es bleibt dabei. Wir sehen, wir gehen hier auf jeden Fall mit einer strategischen Perspektive stark aufeinander, was nicht nur die Begrifflichkeit des Volkes, sondern darüber eigentlich alle von diesen Kategorien, die ein geteiltes Interesse ausdrücken, ein geteiltes Interesse, sich diesem herrschaftlichen Zugriff zu verwehren, die zu benutzen. Und da haben wir, glaube ich, jetzt stark gemacht, warum wir dafür plädieren, das zu machen. Da könnt ihr gerne auch dann nochmal in die Folge selber reinhören, euch das nochmal anhören, was wir gerade in den ersten 20 Minuten von der Folge Volk und Demografie dazu gesagt haben. Hört euch auch gerne nochmal, wer sicherlich jetzt einiges im Nachhinein rausgeschnitten haben, den ganzen Part im Doppelpack aus März an. Ist auf jeden Fall doch sehr ertragreich und, wie wir auch gesehen haben, sehr viel Gutes dabei. Ich finde, was auch wirklich, um das auch nochmal von mir abschließend zu sagen, echt herausgekommen ist, dass das hier nicht einfach nur eine Begriffsdefinition ist, sondern es ist wirklich eine fundamentale Diskussion, die dahinter steht und eine richtig fundamentale strategische Unterschiede, die da wach werden. Und das finde ich halt wirklich spannend, das dann auch miteinander zu besprechen. Und ich möchte das nochmal von Anfang, was wir gesagt haben, wiederholen, dass ich das wirklich schön finde, solche Arten von Diskussionen zu führen, auch hart an der Sache zu führen. Und in dem Sinne möchte ich euch auch noch einladen, unterstützt 99:1, unsere lieben Genossen. Es ist immer wieder schön, mit euch zu sprechen, mit euch zu interagieren, bei euch Gast zu sein oder auch mal hier so eine Reaction zu machen. Das bereichert uns und ich hoffe auch euch natürlich sehr und unterstützt auch gerne uns als Übertage, damit wir weiter coolen Content produzieren können und unser Medienprojekt fortsetzen können. In dem Sinne, vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir hören uns bald wieder. Glück auf und auf bald. Glück auf.